Im griechischen Parlament haben sich 25 linke Abgeordnete von der bisher regierenden Syriza-Partei abgespalten. Sie bilden nun eine eigene Gruppe im Parlament. Fraktionschef wird der Anführer des bisherigen linken Syriza-Flügels Panagiotis Lafazanis. Das teilte das Parlamentspräsidium mit. Name der neuen Fraktion: Volkseinheit. Der Schritt erfolgte nur Stunden, nachdem Ministerpräsident Alexis Tsipras am Donnerstagabend den Rücktritt seiner Regierung erklärt und für den 20. September Neuwahlen angekündigt hatte. Die neue Fraktion ist nun die drittstärkste Kraft im Parlament nach Syriza und der konservativen Nea Demokratia. Laut der DPA wollen die ehemaligen Syriza-Politiker bald eine eigene Linkspartei gründen, die ebenfalls Volkseinheit heißen soll. Derweil soll nun Evangelos Maimarakis, der Chef der Nea Demokratia, als Vorsitzender der stärksten Oppositionspartei herausfinden, ob seine Partei eine Regierungsmehrheit im Parlament finden kann. So sieht es die Verfassung vor. Nach einem Gespräch mit Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos sagte er, er sei auch zu einer Koalition mit Syriza bereit, allerdings unter einem anderen Regierungschef. Die Erfolgsaussichten Maimarakis gelten als sehr gering. Die Nea Demokratia hat im Parlament 76 von 300 Sitzen.